So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch einmal, wie eine Prüfungssituation funktionieren würde in einer Zwischen- oder Abschlussprüfung. Unsere Gäste haben Platz genommen, wir haben die Garderobe abgenommen und wir beginnen einfach mal mit der Begrüßung der Gäste. Ja, hallo, herzlich willkommen bei mir in unserem Restaurant zum Dörenberg. Mein Name ist Markus Schröer. Ich freue mich, dass ich heute Abend ein bisschen betreuen darf und hoffe, dass wir eine schöne Zeit miteinander verbringen. Wenn Sie einen Wunsch haben, rufen Sie einfach Markus oder Herr Schröer, ich bin sofort bei Ihnen. So, einmal die Speisekarte für die Dame, bitte sehr. Die Speisekarten von links anreichen. Auf der rechten Seite stehen die Gläser. So vermeiden wir, dass Gläser umfallen können. Vielen Dank. Sehr gerne. In der Prüfung könnt ihr das Gespräch sofort beginnen. Entschuldigung, ich möchte Sie kurz stören. Ja. Unsere Tagesempfehlung für heute als Aperitif lautet ein schöner Aperol mit Spritz für die Damen, etwas Erfrischendes bei dem schönen Wetter. Und für die Herren haben wir heute einen sehr leckeren Martini-Cocktail als besondere Tagesempfehlung. Darf ich Ihnen so etwas anbieten oder möchten Sie alkoholfrei bleiben? Das klingt sehr vielversprechend. Das klingt gut. Ja. Nehmen wir doch gerne. Gut, sehr gerne. Dann besorge ich Ihnen das. Dankeschön. So, jetzt werdet ihr auch in der Prüfung dann natürlich das Glas mit den Getränken servieren. Wie geht es weiter? Nach einer kurzen Wartezeit geht ihr wieder zum Tisch des Gastes und stellt keine Frage, worauf der Gast Ja oder Nein sagen darf, sondern ihr eröffnet das Gespräch. Denkt daran, wer fragt, der führt, sagt ein altes Sprichwort. Also, fragt nicht, möchten Sie etwas essen, möchten Sie etwas trinken? Nein. Sagt einfach, Entschuldigung, ich möchte Sie ganz kurz stören für die Tagesempfehlung unseres Hauses, für unsere Saisonspezialitäten. Oder unser Küchenchef empfiehlt heute ganz besonders. Darf ich Ihnen das vorschlagen, was es gibt? Und dann wartet nicht, bis Sie Ja sagen, sondern ihr redet weiter. Unsere Empfehlung für heute lautet ein frisches Carpaccio, original hergestellt in Venedig aus dem Jahr 1950, weil eine Comtessa aus Venedig halt eben kein gebratenes Fleisch essen durfte. Erfand der Koch in der Harry's Bar das Carpaccio, hauchdünn geschnittenes rohes Rinderfilet, toll mariniert mit einem Olivenöl, Zitrone, Parmesan, natürlich italienisch, und ein paar Trüffeln. Als Hauptgang hat der Küchenchef verhohlen eine Rinderkraftbrühe mit original Wiener Flädle. Zum Hauptgang bieten wir Ihnen an heute Wiener Zeit, Wiener Schnitzel, ein original Kalbschnitzel, richtig schön goldgelb gebacken in Bröselteig, nicht angedrückt, dadurch souffliert es schön, es wird schön locker. Dazu reichen wir ein paar Bratkartoffeln, einen schönen Salat. Als Dessert, die Tagesempfehlung, wandern wir nach Spanien. Es gibt eine katalanische Creme mit einer schönen Karamellsoße. Das wäre die Empfehlung für den heutigen Tag. Also das Wiener Schnitzel klingt schon sehr verlockend, aber hätten Sie da vielleicht noch irgendwas Regionales, was Sie mir anbieten könnten? Ja, was ein bisschen deftiger ist. Mögen Sie Fleisch oder Fisch? Bevorzugen Sie vegetarisch? Nein, ich bin Fleischesser. Bin Fleischesser. Ah, da gibt es ein super Angebot. Da habe ich vom Hüsumer Rind, habe ich hier aus der Region, ein ganz tolles Filetsteak, zartrosa gebraten, Bratkartoffeln dazu, ein bisschen Salat, eine sehr gute Alternative. Mit Kräuterbutter, sehr, sehr gerne. Aber selbstverständlich machen wir Kräuterbutter. Hausgemacht, frisch dazu für Sie. Gerne. Wie ist das mit der Rinderkraftbrühe? Wollen wir uns da vielleicht eine Alternative empfehlen lassen? Haben Sie da was Saisonales? Aber heute ist Spargelzeit, natürlich. Es gibt eine hausgemachte Spargelcremesuppe mit Spitzen von grünen und weißen Stangenspargel. Ein Gedicht, kann ich nur sagen. Perfekt. Das hört sich ganz gut an. Ja? Ja. Gut, dann darf ich schon mal einmal notieren. Bei den Herren hatten wir das Rinderfilet. Wir dürfen das Medium für Sie braten, der Herr? Sehr gerne. Dann habe ich die Spargelsuppe zweimal für die Herrschaften. Das Carpaccio hatten wir noch gar nicht entschieden. Carpaccio oder? Ich denke, die Spargelcremesuppe ist sehr, sehr mächtig. Ja. Können wir das vielleicht zum Teilen haben? Boah, wir machen Ihnen zwei kleine Portionen. Also machen wir zwei halbe Carpaccio. Sehr das gute Idee, in oder? Ordnung, ja. Ja, so ein bisschen wie Tapas essen, ne? Ist ja auch ganz schön. Ja. Ich kann die Spargel auch ein bisschen kleiner machen, wenn Sie möchten. Das wäre ja? Das wär machen eine gute wir Idee, aber nur für die Dame. Nur für die Dame, okay. Also eine halbe, machen wir 1,5. So, wunderbar. Das Rinderfilet-Steak medium gebraten und für die Dame zum Hauptgang schon eine Entscheidung. Was hätten Sie da zu empfehlen? Wie wär's? Mögen Sie Fisch oder mögen Sie vegetarisch essen? Wie fertig ist denn der Fisch? Also der Fisch ist sehr, sehr mager. Das Kreifilet hat 1% Fett insgesamt vom Körperanteil her. Mhm. Wir pochieren ihn, also wieder schon gegart, machen eine ganz tolle Champagnersoße dazu und etwas wilden Reis. Mhm. Was hatten Sie alternativ? Vom Fisch her... Vielleicht vegetarisch? Vegetarisch? Oh, da habe ich ganz, ganz toll natürlich Spargel. Aber Spargel super, aber ich will trotzdem Spargel. Das wäre Spargel. Sehr. Aber Spargel... Aber ist eine nette Idee. Doch. Spargel ist Spargel. Gerade zu der Zeit hat man sonst das ganze Jahr nicht mehr... Dann ja, wissen ich nehme den Spargel. Mach hier eine Variation vom grünen und weißen Spargel, das ist richtig schön ist. Eine schöne Hollandaise dazu, ein paar neue Kartoffeln. Ja? Ja. Ein bisschen Schinken oder irgendwas anderes dazu oder just plain? Nee, ich würde das mit Schinken ganz gerne nehmen gerne. Wollen. Also Spargel mit Schinken für die Dame. So, dann sind wir angekommen bei der Creme Catalan. Haben Sie da etwas Leichteres?
Ich kann Ihnen natürlich einen frischen Obst am Tisch zubereiten. Frische Orangen, Ananas, Kiwi, Banane. Wie ist es mit Sorbet? Ein Sorbet habe ich selbstverständlich auch da. Wir haben ein ganz frisches Zitronensorbet da. Können wir Ihnen anbieten. Wir haben ein Kassel-Sorbet. Alles können wir gerne machen mit einem kleinen Salat dazu. Vielleicht ein paar frische Erdbeeren dazu, als jetzt saisonale Ware dazu. Würde gut passen. Bei so einem Obstsalat ist ja, das zu Hause auch. Das genau. Ist, ne? Also machen wir eine frische Erdbeeren mit einer Kugelsorbet. Kassel-Sorbet mit Erdbeeren. Ja, sehr gerne. Ja, gut, okay. Was mir noch fehlt, wären die Getränke. Wir haben jetzt natürlich das Carpaccio, die Spargel, wir haben Rind und einmal Spinat. Da würde ich jetzt vielleicht vorschlagen, wenn Sie einverstanden wären, einen Roséwein zu nehmen. Vollkommen. Wir haben Rind und Spargel. Wir beide sehen. Ja? Wäre Ihnen ein französischer, ein spanischer, ein australischer Recht? Australien? Was haben wir? Australien, da habe ich einen Shiraz da mit einem leichten Lavendelaroma. Der ist nicht ganz so stark im Geschmack, passt auch gut zum Lachs. Ja. Wollt ihr probieren? Nehmen wir den. Ja, sehr gerne. Okay, Mineralwasser dazu? Medium bitte. Ja. Große Medium, Flasche. Große Flasche. Genau. Super, dann machen wir das. So, ich wiederhole noch mal ganz kurz, nicht, dass Herr Heißer was falsch gemacht. Wir hätten gerne zwei halbe Carpaccios, wir hätten gerne eine halbe Portion Suppe für die Dame, eine ganze für den Herrn. Mhm. Wir hätten gerne den Spargel grün-weiß mit etwas Schinken für die Dame, dazu das Rinderfilet Medium für den Herrn. Und als Dessert hatten wir uns für die leichte Variante entschieden, das Kassel-Sorbet mit einem kleinen Salat von frischen Erdbeeren. Könnten Sie vielleicht anstatt das Kassel-Sorbet mir ein Zitronensorbet machen? 1:1, null Problemo, machen wir. Einmal Zitrone, einmal Kassel, das ist schon notiert. Und dann haben wir zu trinken einmal eine große Flasche Mediumwasser und wir haben dann einmal den Shiraz als Wein für Sie. Gut, ich denke, Kaffee und Digestiv klären wir dann später. Das machen wir. Sehr gerne. Super, dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß und dann hole ich meinen kleinen Gruß aus der Küche, damit Sie was für die Wartezeit haben. Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen. Super, vielen Dankeschön. Dank. Danke sehr. Auf einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend.